Kiel, letzten Samstag. Protest gegen die Vorratsdatenspeicherung. Patrick Breyer ist Landtagsabgeordneter und kämpft seit Jahren gegen den Überwachungswahn. Vorratsdatenspeicherung ist die größte Gefahr für unsere Privatsphäre, die es jemals gegeben hat, weil die gesamte Bevölkerung komplett überwacht werden soll. Was das heißt, führt der Schweizer Abgeordnete Balthasar Glättli vor. Denn in der Schweiz gibt es seit Jahren die Vorratsdatenspeicherung. Glättlis Handydaten verraten der Polizei jederzeit, wo er sich aufhält und mit wem er Kontakt hat. Das heißt einfach, dass man durchsichtig ist. Durchsichtig nicht nur, wo und wann man sich aufhält, sondern eben auch, in welchem Beziehungsnetz man sich bewegt. Alle 5 Minuten loggt sich Glättlis Handy in eine Funkzelle ein. Damit entsteht ein genaues Bewegungsprofil, wie bei jedem Schweizer Bürger. Glättli wollte das genau wissen. Er klagte auf Herausgabe seiner Vorratsdaten. Mit diesen Daten zeigt der Berliner Journalist Marco Maas jetzt, wie die Schweizer Behörden ihre Bürger überwachen. Am 27.06. beginnt Balthasar seinen Tag gegen 8 Uhr morgens im Industriequartier, macht sich um 9 Uhr auf den Weg mit der Bahn, fährt an die Ethikon vorbei. Und jetzt sehe ich, dass er Richtung Bern fährt, wo er um 11.23 Uhr ungefähr ankommt. Wo Glättli sich aufhält, mit wem er telefoniert, wie viele SMS er versendet, das lässt sich jederzeit feststellen. Mittlerweile ist Glättli auf dem Weg zum Parlament. Seine Frau ruft an. Auch vor dem Privatleben schreckt die Vorratsdatenspeicherung nicht zurück. Hier sehen wir das Netzwerk der Kommunikation von Balthasar. Was man darauf erkennen kann, sind so typische Sachen wie viele SMS und Anrufe bekommt er. Oben links sehen wir seine Lebenspartnerin Ming Li und wir sehen, dass sie an Balthasar 320 SMS geschrieben hat und er an sie 337. In Deutschland wird seit mehr als 10 Jahren über die Vorratsdatenspeicherung gestritten. Das Bundesverfassungsgericht stellt 2010 klar, sie ist verfassungswidrig. Für den ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar ein richtungsweisendes Urteil. Zwar steht das informationelle Selbstbestimmungsrecht, also der Datenschutz, nicht explizit im Grundgesetz, aber das ist auch kein Grundrecht zweiter Klasse, sondern es ist abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Man könnte fast sagen, das Selbstbestimmungsrecht und dann auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist sowas wie ein Supergrundrecht. Als schließlich die Europäische Union eine Vorratsdatenspeicherung plant, urteilt der Europäische Gerichtshof, auch diese Richtlinie ist rechtswidrig. Justizminister Heiko Maas lehnt damals die Datensammlung für Deutschland ab. Und deshalb gibt es auch keinen Grund, jetzt schnell ein neues Gesetz vorzulegen. Doch nur ein Jahr später, die Kehrtwende, das Kabinett beschließt ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Warum dieser Umschwung? Frontal 21 fragt nach. Können Sie mir den Gesinnungswandel Ihres Ministers erklären? Gesinnungswandel würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Das, was jetzt vom Bundeskabinett verabschiedet wurde, ist natürlich nicht die gleiche Vorratsdatenspeicherung, wie sie vorher in Kraft war. Statt 6 Monaten sollen Telefon, SMS und Internetdaten aller Bürger nur noch 10 Wochen gespeichert werden. Handydaten, die den Aufenthaltsort verraten, sind 4 Wochen abrufbar. Doch auch mit diesen kürzeren Speicherfristen werden alle Bürger unter Generalverdacht gestellt, meint Ex-Innenminister Gerhard Baum. Es werden Grundrechtseingriffe vorgenommen. Ob 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Monate, völlig egal. Grundrechtseingriffe sind Grundrechtseingriffe. Als Argumente für die Vorratsdatenspeicherung dienen die Bekämpfung schwerer Straftaten und die Gefahrenabwehr. Wir fragen nach. Welche Gefahren sind abgewehrt worden durch Vorratsdatenspeicherung? Da kann ich Ihnen jetzt leider keine konkreten Beispiele nennen, tut mir leid. Aber warum schreiben Sie es dann ins Gesetz?
Also ich habe jetzt hier ad hoc keine konkreten Gefahren auf Lager, die ich Ihnen präsentieren kann, die dadurch abgewendet oder nicht abgewendet wurden. Die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung behaupten, die Massenüberwachung hätte Terroranschläge wie das Attentat auf Charlie Hebdo oder den Mordanschlag von Anders Breivik in Norwegen verhindern oder aufklären können. Die Vorratsdatenspeicherung kann uns durch eine schnellere Aufdeckung von Straftaten helfen, die nächste Straftat zu verhindern. Das ist die Erfahrung gewesen der Norweger bei dem Attentat von Herrn Breivik, einem rechtsradikalen Attentäter. Also es ist eine absurde Beweisführung. In Norwegen wird gesagt, habe die Vorratsdatenspeicherung zur Aufklärung des Breivik-Attentats beigetragen. Bei näherem Hinschauen erweist sich, in Norwegen gibt es überhaupt keine Vorratsdatenspeicherung. Und in Paris hat man meines Wissens die Attentäter nicht daran hindern können, mit der Vorratsdatenspeicherung ihre schrecklichen Anschläge auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt zu begehen. Trotzdem will die deutsche Polizeigewerkschaft die Vorratsdatenspeicherung am liebsten noch umfassender als geplant. Dieses neue Gesetz soll nicht nur gegen Terrorbekämpfung gerichtet sein, sondern auch und ausdrücklich gegen die Bekämpfung schwerer Straftaten. Die sind in einer langen Liste aufgelistet, die noch unzureichend ist. Wie gesagt, die Wohnungseinbruchskriminalität fehlt. Doch der Bundesregierung geht es nicht nur um Massenüberwachung. Im Gesetz versteckt sich ein Paragraph, der Whistleblower wie Edward Snowden und ihre Helfer kriminalisieren würde. Ein Angriff auf Informanten und die Pressefreiheit. Unter dem Begriff Datenhehlerei heißt es: Wer Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Da wird behauptet, dieser neue Paragraph der Datenhehlerei würde den Datenschutz stärken. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Denn es geht darum, dass alle Informationen, die aus vertraulichen Quellen stammen, zum Beispiel von sogenannten Whistleblowern, die über unrechtmäßige Aktivitäten von Unternehmen oder auch von staatlichen Stellen berichten, dass solche Plattformen illegalisiert werden, wie WikiLeaks, und dass damit natürlich die Berichterstattung behindert wird. Doch die Bundesregierung zeigt sich bisher von jeder Kritik unbeeindruckt. Für den früheren Innenminister Gerhard Baum ist das ein Angriff auf die Grundrechte. Er plant eine Verfassungsbeschwerde. Die wollen Ermittlungsinstrumente haben. Aber ich möchte die Freiheit verteidigen. Das ist einfach dumm zu sagen, dass es keine personenbezogenen Daten sind. Sie geben Auskunft, wo wir sind. Sie geben Auskunft, wann mit mir, mit wem telefoniert haben, wie lange. Sie können aus diesen Daten, die auch den Standort angeben, können Sie ein Leben rekonstruieren. In der Schweiz ist das schon längst Realität. Nach einem Arbeitstag in Bern ist der Abgeordnete Gladly auf dem Weg nach Hause. Wo er arbeitet, wo er schläft, mit wem er kommuniziert, all das weiß die Schweizer Polizei. Und bald wissen das auch deutsche Behörden über uns.